Ladies and Gentlemen, liebe Pelikane, willkommen zurück zu Mass Effect 2. TDFP hier, euer Ding am Start. Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Ja. Was haben wir? Dumm! Einfach dumm! Was haben wir letztes Mal gemacht? Um ehrlich zu sein, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, wir haben David gerettet und das war's. Und mal gucken, was wir jetzt machen. Wir machen jetzt. Wir suchen das Schiff. Rosalie verschollen. Das machen wir jetzt. Das habe ich so entschieden. So spontan wie ich bin. Nur wo ist diese Mission? Ist jetzt die Frage, ne? Na, ich glaube, die ist hier außerhalb. Boom. Ne, wir müssen irgendwo anders hin. Gefangene rekrutieren. Massenportal. Ne, das wollen wir noch nicht machen. Unseres Treibstoffs verbraucht. Ja, packt ihr nice. So. Wir müssen jetzt erstmal uns aufladen. In das Gefängnis gehen wir später. Weil. Naja, weil wir halt cool sind. Und ich will jetzt dieses. Genau, da wollte ich hin. Zip. Zack. Einfach so. Bam. Weggeflogen. Just like that. So. Jetzt gehen wir hier hin. Und dann fliegen wir hier hin. Bam. Shit! Okay. Der ist blau. Der ist rot. Der ist an der Sonne und hier müssen wir hin. Well, 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 look at this. Eine Anomalie wurde geortet. Aha. Müssen wir das Ding jetzt wieder finden? Oh, hier. Hier ist er ja. Sonde gestartet. Aber genau drin. Da ist etwas auf unseren Sensoren. So ist es. Okay, dann landen wir da mal und suchen mal irgendwelche Leute oder Daten oder Monster oder weiß der Geier, was da ist. Weiß der Geier oder weiß er nicht? Ha! Wen nehmen wir ins Team? Warte, das ist. Dann nehmen wir einmal einen, der schocken kann. Der kann schocken. Und einen, der Körper zerreißen kann. Die kann Körper zerreißen. Und ich glaube, die kann auch schocken. Oh, wir haben was gelernt. Automatisch, oder? Ja. Der irgendwas Tolles jetzt gelernt. Drei Pünktchen. Schmettern. Was ist denn Schmettern? Gruppenmitglied ist nicht loyal. Okay. Ja, dann mach auch mal einfach Auto. Boah, die geht hier gar nicht in den Offizier. Nächstes Mal machen wir hier in den Offizier ein paar Punkte. Ich glaube, dadurch hätte ich mehr Leben und so. Ja. Dann soll die mir nicht so hart auf die Coronas gehen. Und hier können wir noch unsere Waffen auswählen und sich weißen. Wollen wir das ändern? Die sieht cool aus, ne? Komm, wir sollen mal die nehmen. Wir sollen mit der arbeiten. Und die alten nutzen nur Pistolen, ne? Das ist richtig dumm, weil die hat eine Pistole und noch eine andere Pistole. Dann soll die mal den lieber nehmen, den M5er. Weil desto höher die Zahl, desto mehr Schaden macht man. Habe ich jetzt so entschieden. Okay, wir fahren schon mal kein Auto. Ich glaube nicht, dass das Schiff sicher ist. Wir sind schon viel zu oft auf Geth gestoßen. Ich bleibe mit Dr. Oloy in der nächsten Station. Okay. Dort sind wir bestimmt sicherer. Okay. Frachtcomputersteuerung. Natürlich umgehen wir die like a boss. Das haben wir schon oft gemacht. Zack, zack.
Okay, hier sind wir schon mal drin. Dann gehen wir da jetzt schön rein. Ein neues Fahrzeug oder was? Oder hatten wir das schon mal? Ich weiß nicht. Boah, hat die eine scheiß Maske an. Holy shit, sieht die scheiße aus. Ah ne, das hatten wir schon mal. Willkommen im Infanteriekampffahrzeug M44 Hammer. Hier spricht Ihre Bord-VI. Grüße. Was muss ich jetzt machen? Muss ich ja hinspringen. Missionsziele geortet. Ah. Achtung, Zielsuchraketensystem aktiv. Das ist doch schön. Hier müssen wir dann so diese Sachen abgreifen oder was? Können wir machen. Das ist kein Problem für uns. Wir sind jetzt richtige Sammler. Vielleicht auf uns geschossen? Nein, oder? Nein, diese Vulkane explodieren das alles. Boah, da oben. Boah, wie kommen wir da oben hin? I am confused. Der Weg ist jetzt frei. Oh. Empfehle konventionelle Waffen, um den Weg freizuräumen. Okay. Boah, da sind noch welche. Hier sind noch welche. Oh mein Gott, ich weiß nicht, soll ich erstmal hier hin oder soll ich erstmal runter? Oh mein Gott, ich bin verwirrt! Das Auto ist auch verwirrt. Wir sind alle verwirrt. Ich geh erstmal hier hin. Okay. Turbo. Ja, ja, ja. Alles aufsammeln. Zack. Richtige Sammlergruppe hier. Wir sind richtige Adventurer. So richtig unter Hand voll Loot. Wir looten alles hier, alles. Way. Na, ich bin aus dem Kreis raus. Scheiße, Mann. Ist voll schwer, in dem Scheißding drin zu bleiben. So, jetzt holen wir uns das hier. Das ist so ein süßes Sammlerquest. Ja, keine Gegner, einfach nur sammeln und entspannen. Ah, sehr gut. Nein, das ist nur eins. Okay. Ich glaube, das ist das letzte hier da hinten auch. Ah, das sieht nach dem letzten aus. Süß. Süße Aufgabe. Das war's. Und jetzt können wir jetzt nach Hause. Ah, wir sind fertig. Nice. Das war ja jetzt nicht so. Ich dachte, da gibt's noch Überlebende oder sowas. Diese zwei Typen wollten sich doch irgendwo verstecken. Ich dachte, wir müssen die suchen und finden und dann sagen, dass sie dumm sind und dann wieder gehen, aber nein. Okay. Dann haben wir das jetzt geschafft. Und wir machen jetzt. Oh, es gibt wieder neue Sachen. Holy shit, wann ist das denn gerade alles passiert? Oh, es gibt so viel Shit, Leute. Oh mein Gott. Weiß nicht, machen wir wieder verschollener Agent. Kommen wir mal an der verschollene Agent, weil er verschollen ist. Ha! Vielleicht finden wir ihn wieder und er ist böse und will uns töten. Und dann töten wir ihn und dann ist alles cool. Seht helfen. Nein, wir wollen Seht nicht helfen. Seht stinkt. Treibstoffreserven bei 50%. Fresse halten. So, so. Ah, da oben ist Seht helfen. Wieso ist da oben Seht helfen? Nee, ich wollte doch gar nicht Seht helfen. Ho, ho, ho.
Okay. Wir gehen woanders hin. Wir gehen jetzt. Holy shit. Diese Rekrutierung machen wir alle nicht, weil das sind. Das sollen wir ja machen. Das sind Hauptmissionen. Wo ist der verschollene Soldat? Okay, egal, machen wir erstmal. Da geht Überfall, muss man bestimmt rumschießen. Gehen wir irgendwo hin, wo man schießen muss, weil wir brauchen Action, Mann. Spielen. So. Geht Überfall da. Da bestimmt. Ist nur ein Planet? Ne, zwei. Krass. Anomalie geortet. Anomalie geortet. Da. Sonde unterwegs. Da ist etwas auf unseren Sensoren. So ist es. Da landen wir jetzt auch. Ah, geht, geht, geht sind Maschinen, also brauchen wir zweimal Schock. Ich glaube, die beiden hatten zweimal Schock, oder? Der eine hatte in die Luft werfen, der eine hatte Schock und zerreißen, der eine hatte, ich glaube, Schock und irgendwie komische Munition und der hatte nur komische Munition, obwohl ich den am coolsten finde, den Opa. Ab nein. Hier ist es so eisig auf einmal. Ja, 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 ja. Warnung. Längeres Verweilen in Extremtemperaturen kann die Maschinenleistung reduzieren. Oh, ich hasse sowas. Ich hasse sowas. Da kann ich mich aufwärmen, oder? Und da verliere ich hier auch das eine. Daten zur Atmosphäre erhalten. Maschinentemperatur stabilisiert sich. Oh, ich hasse sowas. Achtung, Maschinentemperatur fällt. Ach, was du nicht sagst, Alter, du Butterbirne, Mann. Hindernis geortet. Was für ein Hindernis? What the fuck? Alter, richtig dramatische Musik und alles hier, ey. Well. Was für ein Hindernis, ja, wovon redest du? Junge, wovon redest du? Achtung, Maschinentemperatur. Ich weiß. Klugscheißer. Hindernis geortet. Toll, ich dachte, hier sind jetzt Gegner, die wir töten müssen, aber hier sind einfach nur irgendwelche garstigen Knoten und unsere Maschinentemperatur fällt. Holy shit, wir sind viel zu hoch! Ups. Ups. Hindernis geortet. Ach was. Hey, wieso lädt er das nicht voll auf? Oder muss ich da bei dem Ding bleiben? Oh shit. Ich bleib mal bei dem Ding, wir gucken mal, ob der das dann voll auflädt. Hindernis geortet. Nö. Oh mein Gott. Boah, wir müssen dahin. Hindernis geortet. Es ist zu kalt. Sein, das ist zu kalt hier. Sammel den Scheiß, Mann, bevor wir frieren. Hindernis geortet. Das wäre not best for business, wenn wir verlieren. Niemals best for business. Noch zwei Knoten! Maschinentemperatur unterhalb der empfohlenen Parameter. Ja, halt's Maul. Was kann ich denn dafür? Achtung, ich brauch den letzten Knoten. Ihr Bitches. Da ist er, da ist er. Nein, 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 nicht runterfallen, nicht runterfallen. Oh mein Gott, oh mein Gott. Okay. We did it! Ja, und jetzt schon fertig. Toll, das war's. Ich dachte, hier sind die Geht und die wollen uns wegzwiebeln oder sowas, aber
Das sind alles Lauchs. Das sind alles Sammelmissionen. Egal, dann sammeln wir. Dann sind wir halt Sammler heute. Wir sind Collectors. Wir nennen uns die Collectors Edition. Okay. Wieder was dazugelernt. Disruptor-Munition, etc., etc. Wir machen mal ein Lichtchen an. Weiß nicht, ein bisschen... dunkel wird. Ah, schön. Schön. Dann, ich will weiter diese Feuerscheiß-Mission machen. Das ist, ich glaube, wir kriegen dann, wenn wir das geschafft haben, eine dicke, dicke Belohnung bestimmt. So immer so, diese längeren Nebenmissionen, die immer den gleichen Namen haben. Und dann am Ende macht man so, boah, was hier los? Wo ist dieses Feuerding? Feuergänger Forschungsdaten beschaffen. Ja, da müssen wir bestimmt auch eine Artefaktsammlung. Oh, das ist beides so AIDS-haft bestimmt. Das sind bestimmt beides Missionen, wo wir wieder mit dem Ding. Das sind bestimmt alles Missionen, wo wir mit dem Ding fahren und Sachen sammeln. Aber hey, egal, dann sammeln wir halt erstmal Sammeln mit dem Ding. Sammeln mit dem Ding, ja. Macht Sinn. Hat wieder übel Sinn gemacht. Nur die Hälfte unseres Treibstoffs ist noch. Boah, Alter, überlebe ich das? Oh. Ich glaube, wir sterben. Oh shit. Ich glaube, wir kommen nicht zurück. Scheiße. Ich habe eine Anomalie geortet. Sonde unterwegs. Oh fuck. Ich habe etwas gefunden. That's good. Wir kommen nicht mehr back. Ich frage mich, ob dann so ein Repair-Schiff kommt. So ADAC-mäßig. Und dann gebt ihr uns Treibstoff für das 10-fache an Credits, was wir normal bezahlen. Ich weiß gar nicht, wieso ich die auswählen muss für diese scheiß Mission, wo ich Auto fahren muss. Das ist richtig dumm. Ja, wir müssen schon wieder Auto fahren. Wir fahren dann auch dort. So, die Sammelmission machen wir noch. Systeme online. Widrige geothermale Aktivität hat Funktionsfähigkeit der Navigation gestört. Okay. Verwenden Sie zur Ortung der Forschungsbasis bitte die manuelle Steuerung. Das heißt, ich soll M drücken? Nee, M geht nicht. What the fuck, wo muss ich hin? Bin überfordert. Boah, hier haben wir erstmal eine Rampe. Test your might! Presse! Evakuierung abgeschlossen. Was für Evakuierung? Wir müssen das Zeug sammeln. Im Inneren des Fahrzeugs gilt ständiges Rauchverbot. Wie? Man darf nicht blutzen? Wir dürfen nicht in Ruhe blutzieren? Komm wieder rüber, ist die Frage. Mit einem Sprung normal. Easy peasy, guys. Wie ist es Rauchverbot im Fahrzeug? Das macht. Dumm. Was, das ist doch kein Hindernis. Fliege ich einmal drüber und dann bin ich good to go. Und ich weiß nicht, wie viele Dinger ich sammeln muss. Das macht mich traurig. Du wiederholst dich. Anscheinend will da andauernd jemand blutzen. Shepard bestimmt. Er ist ein Mann. Ist das egal, was die Konsole sagt. So. Ah ja. Forschungsbasis voraus. Sehr gut. Ich weiß gar nicht, ob wir das Zeug sammeln müssen. Oder müssen wir einfach nur in die Basis rein? Oh, hier oder da hoch noch? Na, erstmal hier, oder? Ah, das heißt, wir können da rein. Ja gut, dann werden wir uns in der nächsten Folge dieses wunderschöne Gebiet hier angucken. Und ich hoffe, wir können dann auch mal wieder schießen. Ein bisschen Peng-Peng machen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein, meine übergeilen Pelikane. Und bis zum nächsten Mal.